Auch diesen Sommer verzichten 26 Freiwillige aus Österreich und den Nachbarländern auf ihren Urlaub, um für die Natur zu arbeiten. In den Jahren 2007 und 2008 wurden im Projektgebiet durch die Stürme Kyrill und Emma große Waldflächen stark verwüstet. In zwei freiwilligen Arbeitswochen werden Maßnahmen zur Wiederbewaldung und Lebensraumverbesserung für das Auerwild umgesetzt. Von 11. Juli bis 24. Juli nehmen die jungen Frauen und Männer zwischen 16 und 30 Jahren an der Umweltbaustelle Ökopioniere, einem Projekt des österreichischen Alpenvereins, der österreichischen Bundesforste und dem Land Oberösterreich teil. Heute befinden wir uns hier im Waschneckgebiet. Hier wird wieder bewaldet mit kleinen Bäumchen, eben Fichten, Ebereschen, Ahorn, aber auch Buchen. Die werden entlang der Forststraßen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ausgegraben und wie man im Hintergrund sehen kann, auf Hängen wieder angepflanzt, damit hier wieder neuer Wald wachsen kann. Die Teilnehmerinnen kommen von Ungarn, von der Slowakei, von Slowenien, aber auch von Italien und natürlich der Großteil ist aus ganz Österreich angereist. Ich komme aus Ungarn und ich möchte aus Deutschland und ich denke, das ist eine große Möglichkeit. In der zweiten Woche befinden wir uns in der Gemeinde Mollen im Sengsengebirge im Gebiet Effertsbach. Da wird eben für das Auerwild Freiflächen geschaffen, damit die dort wieder gute Balzflächen haben. Also die Teilnehmer werfen Asthaufen und umgeschnittene Fichten werden entrindet, um so der Borkenkäfergefahr entgegenzuwirken. Trotz erschwerter Arbeitsbedingungen durch die große Hitze macht die sinnvolle Tätigkeit den Teilnehmern sichtlich Spaß. Also ich bin aus Wien und ich arbeite endlich mal bei einer Umweltbaustelle mit und das taugt mir total. Also meine Beschäftigung in den letzten Tagen war vor allem das Abschälen der Bäume, was man Schöpsen nennt. Das ist eben mein Werkzeug da. Ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Nach erfülltem Tagespensum bleibt auch noch genügend Zeit für gemeinsame Freizeitaktivitäten. Ja, zum Glück bei dem heißen Wetter haben wir baden gehen dürfen. Das war so cool am Kleinker See, weil das halt ein naturbelassener See ist und das Wasser einfach herrlich ist. Und dann waren wir einmal auch in einem Bach drinnen, der halt noch saukalt war. Muss man sich ein bisschen überwinden, aber wenn man drin ist, dann hat man was geschafft wieder. Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen der ASFINAG. Weiters wird diese Aktion durch private und öffentliche Förderer unterstützt. Maßgeblich beteiligt an dieser Umweltbaustelle sind die österreichischen Bundesforste, auf deren Gebiet sich die Umweltbaustellen befinden.